So, weiter geht's mit Quake im Gloomkeep, die fünfte Mission der ersten Episode. Die Hälfte der Gegner haben wir hier schon erledigt, aber ich bin ja so gut wie tot. Ah ja, jetzt bin ich sogar tot. Deswegen glaube ich, ich fange jetzt hier nochmal neu so an. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie eine begrenzte Anzahl an Leben gibt. Aber ich denke mal nicht. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das fing ja wieder mal super an. Ja, komm, ich lasse mich nochmal umbringen. Ich sterbe aber auch sehr schnell. Das ist nicht so schön. Ich speichere jetzt nochmal auf. Ich kann es auch nicht benennen, leider. Das ist schade. Okay. Wo war jetzt. Ah, da ist er. Keine Ahnung, wo er herkam. Keine Ahnung. Das ist nicht so schön. Was ist das? Ach, das ist der Typ, den ich gerade. Der kommt mir hinterher. Der ist also auch wasserfähig. Gut zu wissen. War ich hier unten eigentlich schon? Oh, ich gehe kaputt. Merke ich gerade. Ich dachte, ich habe unendlich Luft. Da wird es scheinbar nicht. Ha, ihr kriegt mich nicht. Trottel. Trottel. Idioten. So, der ist tot. Oh. Ja, das ist. Oh, ich habe keine Muni. What the fuck? Das ist mir noch nie passiert. Das ist jetzt übel. Also, ich glaube, das war doch nicht so eine gute Idee. Neu anzufangen. Aber jetzt habe ich wieder was. Jetzt bin ich ja schon wieder fast tot. Ich glaube, das hat es nicht gebracht, neu anzufangen. Kann ich da nicht. Das ist doch bestimmt irgendeine Waffe. No Weapon. Ja gut, dann habe ich das ja jetzt. Ich weiß halt nicht, welche Munition zu welcher Waffe gehört, weil ich total keine Ahnung habe. Ich sollte ja eigentlich hier unten mal nachgucken, ob es hier irgendwo Secrets gibt. Aber ist ja blöd halt, wenn ich keinen Atem habe. Ist total für die Katze hier unten. Doch, da ist was. Secret Area, ja. Und ich habe irgendwie schon was eingesammelt, ich weiß aber nicht was. No Weapon, no Weapon. 120, 119, 118, was heißt das? Seht ihr das unten? Was hat das zu bedeuten? Ich werde immer schwächer, ich weiß aber nicht warum. Ich werde mal speichern. Und gucken, ob ich dieses Mal irgendwie vorankomme. Ja, ich erinnere mich an diesen Raum. Schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. Der kommt irgendwie nicht so weit. Aber ich komme so weit, sehr schön. Sehr easy, den so abzuknallen. So habe ich das gern. Jetzt will er aber nicht mehr. Ja, die ist eigentlich, glaube ich, besser für den Nahkampf. Kommt er hier hoch? Nein. Oder er wäre hochgekommen. Oh, den habe ich ganz übersehen. Ich wollte doch gar nicht runterfallen eigentlich. Ich glaube, der kann hier hoch nicht schießen. Der kann schon schön von hier oben abknallen. Ich habe mir gedacht, ich gehe das Ganze jetzt mal ein bisschen strategischer an. Da vorne ist was. Wenn ich jetzt hier rüberspringen kann, dann komme ich da bestimmt dran. Ich darf aber nicht zu weit springen. 100. Bei 100 ist es stehen geblieben. Meine Health oder was auch immer das war. Irgendjemand hat es mir geschrieben in den Kommentaren, aber ich vergesse sowas halt leider immer. Ja, da muss man halt mal stehen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich geht. Kann ich mich da. Fast. Das war ja natürlich wieder sehr dumm von mir. Überaus dumm. Ich schieße ihn mal lieber von hier oben ab. Ist auch ein bisschen fies von mir. Der versteckt sich. Nein, der irrt nur rum wie ein verirrtes Hühnchen. Jetzt habe ich wieder Hunger. Ich hatte schon zwei Steaks heute. So. Gehen wir am besten. Perfekt, das hat geklappt. Ist ja auch eine Secret. Oh, jetzt kommt ihr jetzt her. Hektik, Panik. Ich muss da mehr Ruhe bewahren. Aber ich glaube, das lief ganz gut. Deswegen weiche ich euch wieder. Und ich habe, wie man sieht,
12 von 60 jetzt umgebracht. Und wenn ich alle umgebracht habe, kann ich mich hier frei bewegen. Deswegen habe ich das schon durchaus vor, irgendwas knurrte. Ich sehe aber nichts. Ist vielleicht auf der anderen Seite dieser Wand. Hol ich mir erstmal hier alles, was hier rumliegt. Auch wenn ich nur die Hälfte Ahnung habe, was es überhaupt sein könnte. Und speichere nochmal. Aber bis jetzt läuft das ganz gut, finde ich. Fängt nochmal neu an. Guck dich mal alles nochmal an. Nicht gut, nicht gut. Übrigens, wenn jetzt wieder dieser Bug kommt, dass ich ihn schießen kann, werde ich das Spiel am besten einfach nochmal neu starten und die Aufnahme neu beginnen. Und dann sollte das hoffentlich gehen. Kommen die auch her? Da ist er. Sehr schön. Ja, genau so wollte ich es haben. Wie den anderen vor dir. Oh, nicht runterfallen. Das ist lebensgefährlich. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an 28 Days Later. Da habe ich auch mal so Nervenkribbel gehabt. Okay, der ist tot. Der ist tot. Glaube Kippe. So, der kommt. Die brauchen gar nicht so viel Schüsse, merke ich gerade. Knurrt da noch was? Ja, ist irgendwie noch einer. Ich sehe aber keinen. Ist doch gar keiner. Können Tote knurren? Ich sehe nichts. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder irgendwie eine andere Waffe. Kann das sein? Nein, habe ich nicht. Ist das kacke? Ich will eine andere Waffe. Wo ist die geile Waffe, die ich hier gefunden habe? Die war auf der anderen Seite, glaube ich. Hier komme ich noch nicht rein. Da brauche ich noch... Oh, da oben. Das knurrt so rum. Nochmal. Ich treffe irgendwie nicht richtig, aber trotzdem wird er getroffen. Aber er stirbt nicht. Jetzt... Nein. Komm, stirb doch einfach. Der hält so viel aus. Nur nicht dann irgendwann keine Munition mehr haben. Das ist mir ja schon mal passiert. Komm ich da weiter? Was ist das hier? Der knurrt dumm rum. Das nervt mich. Endlich. Okay, was ist das hier? Ich dachte, es wäre irgendwie ein Fahrstuhl oder so. Das wäre cool. Aber ist es nicht. Vielleicht muss ich ihn erst irgendwie runterholen. Ist das ein Schalter? Nein. Kann sein, dass ich es beim letzten Video schon rausgefunden habe, aber... Es ist schon zu lange her. Ich glaube, ich komme da von oben runter und nicht von unten nach oben. Also muss ich jetzt wohl zurückgehen und einen anderen Weg nehmen. Auf jeden Fall ist hier schon mal alles leer. Das ist sehr schön, denn dieser Raum hat mich sehr gestört. Mit den ganzen Gegnern. Jetzt ist aber alles frei. So, hier links ging es nicht rum. Was bedeutet, dass ich geradeaus muss? Da habe ich ja ganz viel Angst vor. Da waren die ganzen Fallen. Das waren noch die... Ja, genau. Im hellen Licht. Wieso knurrt der eigentlich so? Der sieht doch gar nicht so aus wie ein Knurrer. Sieht eher aus wie so ein Schreier. Aber die knurren alle nur. Ich weiß genau, da wartet einer. Oh, Hilfe, Hilfe. War klar, dass einer wartet, aber ist ja auch ziemlich leicht rauszufinden. Boah, hab ich Angst, wenn die schießen. Moment, das mache ich nochmal. Das kann ich besser. Der hat mich voll erwischt. Ich habe nur 161 gehabt von 114. Und ich kann nicht mehr schießen. Oh, wunderbar. Jetzt vielleicht. Na gut. Probieren wir es mal so. Boah, ich glaube, diese Fallen treffen mich immer. Deswegen verliere ich so viel. Aber ich gehe das Ganze jetzt echt mal behutsam an. Ausnahmsweise bei Quake. Und ich kann nicht mehr schießen. Das ist blöde. Ich muss dann in die Option gehen und gleich werde ich auch die Aufnahme dann beenden, wenn es so weitergeht. Denn ist ja blöd, ständig in die Option zu müssen. Na gut, der hat mich zwar erwischt, aber macht doch nichts. Ich
speichere jetzt auf jeden Fall. Ich will den nicht nochmal besiegen müssen. Ja. Moment, wie viele hatte ich? 15 von 60. Das ist fast ein Viertel, oder? Ja, genau. Ich seh dich. Boah, wie viel der braucht? 4 Schüsse. Vielleicht 2 in den Kopf. Ich weiß nicht, ob Kopf besser ist als Herz. Keine Ahnung, wie das bei den Wesen ist. Boah, stirb doch einfach. Ich habe so viel verloren, das kann ich nicht lassen. Also ist jetzt wie bei Descent eigentlich. Kann ich, ja. Wie bei Descent, dass ich hier echt mich vorsichtig vorwärts tasten muss. So, perfekt. Und dann immer schon speichern. Das Gute ist ja, dass hier keine Gegner neu spawnen. Wenn sie einmal tot sind, dann bleiben sie tot. Das ist sehr erfreulich. Und das heißt, dass das blöd war. Oh Nose. Ich tue mir immer die Axt auswählen, dann kann ich ausprobieren, ohne Munition zu verlieren, ob der Bug auftritt. Ich sehe eine gute Waffe. Wie mache ich den kaputt? Soll ich mir die Waffe erst holen oder soll ich ihn ignorieren? Treffen tut er mich jedenfalls nicht von da aus, wie es scheint. Ich glaube, man sollte immer warten, bis er wieder aufsteht, wenn er hinfällt. Wo ist es hin? Ah, er trifft mich nicht, Idiot. Wenn man ihn doppelt trifft, glaube ich, wird der zweite Schuss irgendwie nicht berücksichtigt. Ich mach mal in die Brust, ins Herz. Ich weiß aber nicht, ob der Kopf besser ist. Der hat echt viel aus, sehr viel. Aber ich glaube, so gut geschossen habe ich selten, so gut gezielt. Aber ich möchte gerne da hoch, da liegt viel. Aber hier ist eine Waffe. Das ist der Raketenwerfer, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja. Hilfe. Erschreck mich nicht so. 17 Raketen, das ist eine Menge, oder? 17, unten rechts müsste das sein. Und das war hier, genau. Hier ist die silberne Tür. Perfekt. Dann habe ich jetzt sogar mal einen Überblick. Das ist auch nicht die Regel in diesem Spiel. Normalerweise habe ich keine Ahnung, wo ich bin und laufe immer nur durch. Aber jetzt kommt die Zeit, da werden die Level schwieriger. Da ist es schon angebracht, ein bisschen mitzudenken. Und das mache ich hier ja jetzt. So, 18. Oh, ist von 17 auf 18 gegangen, oder was? Ne, ich habe, glaube ich, schon Munition eingesammelt vorher. Sonst wäre das ein bisschen komisch gewesen. Moment, ich speichere mal noch auf 9. 21 und 60, ich bin schon wieder genauso weit oder fast so weit wie davor beim ersten Versuch. Da ist schon wieder eine neue Waffe, geil. Ach, das war der Raum mit der mega krassen Waffe. Okay, die möchte ich haben, die Waffe. Oh, der ist tot schon. Cool, das macht irgendwie Spaß. Ich weiß gar nicht, warum ich so gut geworden bin. Irgendwie habe ich es jetzt raus. Aber ich möchte trotzdem... Oh, diese Maus ist ein Weg, da kann ich nicht die erste Tastatur benutzen. Ich möchte nochmal kurz nochmal machen, weil ich irgendwie so viel... Blöd, ich will nicht die Aufnahme neu starten. Boah, die ist so krass. Die haben gar keine Chance gegen mich. Ich habe mich aber schon wieder irgendwie selbst getroffen, zumindest aber Schnuppe. Voll in die Haxen. Das tut weh. Ich glaube, ich treffe mich wieder selber. 24. Ich glaube, das will ich nicht so lassen. Boah, Maus geht ja hoch. Dann kann ich hier gleich auf Load drücken. Ich bin halt so gerne ein... Wo war jetzt der Granatenwerfer? Na gut, da muss ich neu machen. Ich weiß nicht, wie ich den auswähle. So. Und jetzt... Oh. Eine Tortur. So, speichern. Jetzt habe ich was erreicht. Aber jetzt habe ich mich wieder selbst getroffen. Komm mal her. Komm mal her. Put, 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 put. Genau so. Läuft das wunderbar. Oh! Ja, jetzt habe ich mich wieder selbst getroffen. Nee, 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 nee. Dumme Idee, dumme Idee. Und wieder kein. La la la. Ja, ich weiß, der Bug kann nerven. Und das ist mir jetzt egal, komm.
Irgendwann muss es mal weitergehen. Und noch einer. Wie f Puh, nix da. Ich lasse mich auch von so einem Monster nicht hier verarschen. Ich warte. Und ich kann nicht schießen. Und ich falle runter. Dupdidu. Jetzt aber. Genau, treffen bevor er schießen kann. Genau so soll das sein. Jetzt läuft es doch ganz wunderbar. Jetzt bin ich hier offen. Nein, immer noch nicht. Wie viele kommen denn da noch raus? Das kann doch nicht wahr sein. Kommt er hier raus? Er will wohl nicht. Kann er sich eigentlich selbst treffen? Das wäre sehr schön. Ich glaube, ich habe ihn aber noch nicht getötet. Oh, ich sehe ihn. Da will ich gerade nicht speichern. Aber jetzt. Blöde Maus, du versaust mir alles. Hilfe. Speichern. Dankeschön. So. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich könnte ja mal irgendwie, wo sind meine Punkte? Ich glaube, hier habe ich jetzt eine Menge Health eingesammelt. Zumindest erscheint es mir so. Hier gibt es auch noch eine Menge. Waffe. Das ist die normale. Und die anderen finde ich wieder. Ah, da hinten ist der Granatenwerfer. Okay. Wo die neue Waffe ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Vielleicht nach rechts ist das. Ah. What the fuck. Ich glaube, ich muss die Aufnahme beenden. Wir sehen uns. Scheiße. Ja, ich bin noch weit gekommen. Dann geht's hier weiter. Gleich. Bis dahin.